Hallo. Yes. Willkommen bei Cajon Lesson Nummer 1. Das, was wir heute in dieser Lesson lernen werden, sind die Grundtechniken und die Sitzweise auf der Cajon. Ich positioniere mich immer so, dass ich sehr mittig sitze. Das heißt, ich sitze mittig und kippe die Cajon dann so zurück, dass ich mit beiden Füßen stehe, so am Boden. Das heißt, ich bin nicht so auf der Spitze, sondern ich bin gerade mit den Füßen, damit ich einen guten Halt habe. Der erste Schlag ist der Passschlag. Den machen wir so, dass wir uns vorstellen, unsere Hand ist ein Tennisschläger. Ja? Der Tennisschläger ist da eben so gerade, das heißt, da ist in erster Linie gerade. Ich verkrampfe mich nicht, aber ich bin gerade. Jetzt stelle ich mir vor, da vorne habe ich einen Ball und den spüle ich dann so weg. Den Pass positioniere ich genau da drinnen, das heißt nicht da unten, sondern da drinnen und mache den Pass jetzt an so. Ich stelle das Ball vor. Das ist jetzt der Passschlag gewesen. Der zweite ist der Open-Ton. Den Open-Ton stelle ich mir so vor, dass ich da in einem Dreieck bin. Ja? Der Rand der Cajon ist circa auf dieser Höhe und ich positioniere die Hand dann sozusagen so. Auch da wieder, ganz wichtig, der Tennisball, ich gehe schön weg. Mit diesen zwei Tönen kann ich jetzt schon das erste Warm-up machen, nämlich Bass. Der nächste Schlag ist der Tipp. Den Tipp mache ich so, als ob ich sagen würde, hallo. Ich tue nur da oben die Finger so oben, positioniere die Hand gleich wie beim Open und mache dann Tipp, 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 Tipp. Wie ihr wahrscheinlich hört, sind die Tipps leise. Das haben wir die Ghost Notes am Schlagzeug. Und damit kommen wir dann schon zum nächsten Warm-up, nämlich Bass, Bass, Dip, 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 Dip. Der letzte Schlag ist der Slap. Den Slap mache ich so, dass ich da so eine kleine Höhle habe. Ja? Ich gehe sozusagen von so, ich tue das immer wieder so ein bisschen zusammen. Und bleibe dann oben. Ich positioniere die Hände wieder gleich wie beim Oben und mache dann Slap. So, dann kommen wir zum letzten Warm-up für diese Lesson, nämlich Open, Open, Slap, Open, Open, Slap, Open, Slap, Open, Open, Slap. Okay, dann bis zur Lesson Nummer 2. Für dich.